Wir sind jetzt hier, wir haben den ganzen Weg gelaufen. Jetzt können wir theoretisch den. Den. Weil. Wo hat der Team Rocket das? Dann lass uns doch den Weg machen. Ich glaube, überall durch hohen Gras um Pokémon aufzuspielen. Ah, wir haben unsere Pokémon nicht getauscht. Wir haben den nicht getauscht. Somit ist. Okay, gut. Flugmodell. Wir machen mit Eevee weiter. Super, super Ebony. Was ist da Fleiß? Dieser Wobbler ist Level 34. So, ich habe keinen Bock nach den Dingen zu gehen. Damit ändere ich das jetzt einfach um. Nein. Supertrank hier einsetzen. So, Team. Evoli bewegen. Bam. Oh. Na, wie klingt mein Lockruf? Ja, schlecht. Oh, Boss. Das war ich. Super. Super. Denken wir es auch weg. Ah, Ren ist Silber, Schwein ist Gold. Hier ist mein Revier. Siehst du, wie du Land gewinnst.
Jawohl, wir knabbern die Mulan. Wieder Pointer? Okay. Glaube ich, das war ein Pointer-Trainer. Ups. Na, 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 na. Ich bin gerade überhaupt nicht aufgepasst. Was war das? Was war das? Keep. Und das. Flex. Der gewinnt 2340 Turbodollar und 3 Turbälle. Dann Revier. So, Midi. Und so Weiler wieder. Bum, bum, bum. Das war die Fahrstrecke. Der Pokémon-Weg. Ab hier geht's bergauf. Okay. Also, der lässt uns durch. In Fusana kümmern sich alle Bewohner gemeinsam um die Pokémon, die dort leben. Toll, oder? Scheint so in mein Reiseführer. Sie sind auch sehr happy mit den. Mit dem Park und mit dem Kuhpark. Der Pokeweg. Wir bringen noch mehr Zeit mit deinen Pokémon. Beutelchen. Gabador. Nein, 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 nein. Ein Beutelchen. Wir haben einen Gabador gefangen. Level 8. Kavador. Für Kavador wurde ein Eintrag in Pokédex. Kavador ist ein Nutz. Was? Nutzlose Kant. Ob Meer, Fluss, See oder Pfützen, es schwimmt durch verschiedene Gewässern. Ja, ist für seine Nutzlosigkeit bekannt. Wieder ein Kavador. Oh. Oh.
Also, war gemein. Das war gemein. Das war echt gemein. Boah. Okay, okay, beinahe geklappt. Großartig. Ah, wurde gefangen. Und wieder ein neuer Eintrag im Pokédex. Finde man ein schwaches und ausgetrocknetes Zentara am Strand und bringt es im Meer ins Wasser zurück, wird es wieder topfit. Weil es eine Qualle ist. Route 17. Ich guck mal nochmal die Karte an. Route 16. So, dann. So gemütlich du aussiehst, solltest du meine Chancen nicht schlecht stehen. Lass uns einen Kampf das herausfinden. Die Heidi. Wild Pits. Wir kämpfen mit Evoli und reißen mal kurz zusammen. Knullupf. Ja, der ist nur süße gucken muss. Sie kämpft echt nur mit. Oh, wir haben so ein Parasit. Aber wir haben trotzdem. Wir haben trotzdem. Lurak. Also, macht nicht so viel Damage. Aber es heilt. Aber mit einmal Glut können wir uns davon befreien. Und die Heidi kommt jetzt ein bisschen durch Wäsche. Bisschen. Ach, da habe ich wohl für mich verirrt. Ja, das hast du. So, Pokébälle. Wir müssen Team. Lurak bewegen nach da. Und am besten noch Evoli ein bisschen heilen. Kein Gegengift, sondern Heilung.
Bam, 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 bam. Kodowai. Kann man das genug machen? Kodowai ist ein Pflanzen- und Gift, glaube ich. Ah, Psycho, okay, okay, ja, okay. Ein Pflanzen- und Psycho-Pokémon ist es. Na, das wird eng, das wird eng. Mir ein. Ja, wir wollen aufwechseln. Wir wollen dann dieser Flora haben. Kämpfen. Rasierblatt. Sternschauer bringt uns zunächst mal wirklich Schaden und jetzt Rankenhieb. Die Stärme ist blind. So. Blue Hawk Level 44. Oh Scheiße. Ist schon schön. Volnona. Volnona war Feuer, das heißt also, wir müssen mit Wasser anfangen. Und mit Blubberschrei. Weil ich glaube, wir haben wirklich die stärksten Attacken von Top-Top noch nicht. Die haben wir noch nicht. Diese Fontäne oder so, wie es hieß. So. Erreicht Level 40. Ha! Hab ich etwa laut gelacht? So, wieder heilen. Hypertrank. Wäre, wenn dann ein Nugget. Schaden. Es kann nicht schaden, mal ein bisschen ins Schwitzen zu kommen. Mal gucken, ob du wirklich schwitzt. Irwin. Ups. Scheiße. Oh, Scheiße. Uff, das war ein harter Kampf. Nein, es war kein harter Kampf. Es war nur... Ja, eine Attacke. Honeybottle? Ein Team? Ich mach mit Evoli das. Du bist ein gutes oder ein böses Kind?
Das erscheinest du. Der Gentleman. So. Was ist das? What? Das ist ein Tag der Welt. Lol. Habe ich echt nicht gedacht. Ich habe eigentlich gedacht. Zwei Angriffe, dann ist er tot. Also wie es. Aber er hat einen neuen Trank, ja, was ja. Das ist gut. Du bist ein außergewöhnliches gutes Kind. Bonita, wir fangen einen Bonita. Nita, ein winziges Punita und Aulaft. Knapp. Knapp daneben. Im Kreis. Aber ist halt klein. Lol. So, wieder fabelhaft. Einfach fabelhaft. Bonita. Wir haben Bonita. Wir haben Bonita gefangen. Neues Pokémon, fabelhafter Wurf. Wurftechnik. Größter Bonus. Ja, größter Bonus ist ein kleines Bonita. Für Bonita wurde ein Eintrag in den Pokédex. Es kann unglaublich hochspringen. Die Wucht der Landung abusiert es mit seinen robusten Hufen Beinen. Größe 0,53 Meter. Dafür aber auf knapp 25 Kilo. Wir haben einen Pony. Wieder ein Pony da. Anton, Bonita, Bonita. Oh! Bleib stehen! Den will ich haben. Ein Dudu? Ein Dudu! Nein! Mein Fehler. Ah! Wieso werfe ich immer schräg? Großartig. Es ist nicht klein, es ist großartig, ist okay. Und wir haben es gefangen. Wir haben einen Dodo gefangen. Klasse, Dodo wurde gefangen. So, für Dodo wurde auch ein Antrag. Es kann nicht gut fliegen, weil seine Flügel zu klein sind. Dafür kann es mit seiner starken Beine sehr schnell laufen. Wir sind auch hinterher gelaufen. Wir sind da auch hinterher gelaufen. Ich will noch einmal gucken. Ja, nee, nee, nee. Das interessiert uns hier nicht. Aber hier ist noch ein Pokéball. Was ist denn der Bonbon? So, zwei Pokémon-Trainer. Elixier. Wir gehen mal zurück.
Theoretisch können wir ja auch mit Lübeck fliegen und dann sind wir ja schneller, aber irgendwie, keine Ahnung, das fühlt sich irgendwie an wie Cheaten. So. Team. Nee, nicht Team. Team, nicht Beutel. Evoli ist auf Platz 1, das ist gut. Auf dem Weg. Pokémon-Weg. Kann man sich echt gut entspannen. Weißt du was? Entschuldigung. Da bin ich wohl weggedüst. Bin an den Pokémon-Tusch. Willst du mit mir kämpfen? Ja, klar. Ja, nein, lass uns kämpfen, sonst schlaf ich wieder ein. Douglas. Ja, dieser Bornsteiner. Ja, gerade Level 41, wieder Floor Level 44, okay. Wachstum. Ich will mal gucken, was Wachstum heißt. Nicht allein. Bibor, Blut. Lurak. Bibor ist. Ich hoffe nicht, dass ich es verwechsle. Bibor. Ist das Pflanzending? Okay. Glurak kann weiter kämpfen. Flügelschlag. Ja, okay. Drachenwut. Drachenwut ist echt gut. Aber leider nur 10 Aufladungen. Du bist echt stark. Es hat irgendwie was gefallen. Ja, damit kannst du bestimmt was anfangen. Lagbohrer. Im TM58 versteckt sich die Attacke Schlagbohrer. Das ist eine Bohrattacke mit höchsten Volltrefferchancen. So, Team. Den bewegen. Das noch da. Ajo. Also. Ich will mit schönes Niesen mal anfangen. Also Psychostrahl. Okay, wir fangen dann nicht damit an. Weil das Pokémon einfach mit die Kohle. Lupperschrei.
Pokémon wechseln. Ich hoffe, dass unser Georock das schafft. Elektroschlag. Also ein bisschen, oder? So ein bisschen. So, aber wir müssen wieder ein Beleber einsetzen, weil es tot. Beutelchen, ich kann auch heilen. Ich kann auch heilen, habe ich gesagt. Nicht zurückgehen. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Tag geht's weiter und ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt oder mich noch nicht gemacht habt, dann besucht mich einfach bei Twitch, lasst mir ein Follow da, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann, ciao, ciao!